Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Weiß Soling Challenge mit Buffy. Hiyo! Und Trudel. Oh, ich bin ins Pokécenter. Wir haben alle Pokémon auf Level 18 trainiert. Einzige, was sich bei mir geändert hat, Reaktor hat Lehmschelle gelernt und Dingens Kusan hat Kaltklinge gelernt, was super cool ist. Hätte es nicht so ein negatives Wesen, aber ansonsten ist es perfekt. Bei mir hat Arachnis Nachtnebel gelernt, was definitiv sehr gut ist. Quasi die Attacke, die am meisten Schaden macht. Oh nein. Für ihn. Und ich glaube, ja, ansonsten hat sich nichts geändert. Beinwurfintensität, nee, ist alles so geblieben. Das war. So. Wir haben jetzt vor, die Arena zu machen. Wo ich gerade auf dem Weg bin, wo der Typ ihn auffällt und ihm sagt, was hier alles für Sachen drin sind, was mir egal ist. Den Monster klatschen. Auf geht's. Gibst du mir ein Tafelwasser? Ja! Gibt es auch Training mit Typ normal? Das glaube ich nicht. Gegen Kampf? Aha. Dann Kampf wieder auf. Das ist Arena auf dem Weg. Naja, Rätsel lösen. Gestatten Pokémon. Okay, sowas. So, welchen Typ hat die Arena? Ich bin mir auch mega gespannt. Bitte keine Kampfarena, bitte keine Kampfarena. Ach du Scheiße! Bitte keine Kampfarena, bitte keine Kampfarena, bitte keine. LOL, läuft bei dir! Fuck! Aber Kindwurm? Das ist schon mal kacke. Kindwurm war keins dieser. Ja. Drachen, Wut, Pokémon. Ich glaube auch. Let's go. Dein Kopfnuss. Und es macht. Eieiei, das war ein Crit. Ein Biss, okay. Naja, okay. Keine Kampfarena. Boden oder Eis? Ich weiß noch nicht so recht, was ich machen soll. Versuchen mit Reaktor immer Felswurf zu machen. Sieht es bei mir mit Heiltränken aus. Vier Supertränke, zwei Tafelwasser. Neun Tränke. Gut, Tränke bringen mir eher wenig. Aber ich kann. Einen Trank mal einsetzen. Zumindest über dem Drachenpuls. Drachenwut-Limit. Wo ging's los? Gestatten Pokémon suchen wir. Nein. Warte. War das nicht eins, was gelesen wird? Oder? Nein. Nee, das war genau das Regal, weil ich mir nicht angeguckt habe. Ist es natürlich. Linke. Gestatten Pokémon. Tada, ja, ja. Was war das erste Pokémon, dem du hier in der Arena begegnet bist? Ein Kindwurm. Natürlich ist es eigentlich, glaube ich, ein Nagelotz. Verdammt. Zwischen den Zellen. Ja, gut. Also. Das ist auch. Was war das mit der Lokomotive? Was machst du da? Was muss ich tun? Was war das erste Woche, das in der Regel? Ach so. Ach so. Du musst die linken. Und woher? Buchreihen von unten nach oben einfach gehen. Erstmal. Ein Duodino. Ach, das ist ja eine Weiterentwicklung.
Ich will nicht mehr. X-Abwehr. Schön. Natürlich treffe ich nicht. Und ich bin unter dem Drachenboden. Ich weiß nicht, ob das Vieh Drachenwut kann. Das solltest du dann eventuell lieber nachgucken. Warum kriege ich eine Drachenarena als zweites? Muss das sein? Weil die Wahrscheinlichkeit, noch wieder eine zu bekommen, eher gering ist. Ja, aber später habe ich nicht so das Problem damit. Ich habe jetzt das Problem damit. Ja, und? Oh, Dino. Attacken. Level 17. Drachenwut ist eine Level 0 Attacke, das heißt wahrscheinlich heißt, Energiefokus bis Kopfschuss und Feuerodem. Also bis Kopfschuss und Feuerodem. Okay. Feuer, oder? Das könnte wir tun. Das ist übrigens Boden. Bitte triff fünfmal. Aber da kann ich ja eigentlich Kusan oder sowas reinschicken. Was hat denn eine gute Spezialverteidigung? 31, 28, 32. Hm, nicht mal Reaktor. Ach ja, Verteidigung nur. Schick ich Kusan rein. Biss. Sollte es gut wegstecken. Kaltklinge. Ja. Es kann Verteidigung senken. Tut's aber nicht. Also Rock of, es ist eine Bodenarena, das heißt Rock of Ages wird schwierig zu benutzen und fünf hinauf. Hm. Arachnis hier auch! Gift! Aber es ist trifft nur neutral. Ja, weil Käfergift. Ja. Stimmt. Erst Köchchen am Backen, bla bla bla, ein Ei und so weiter. Kann das Ding nur Heuler? Kuchen. Ich meine, wenn Diktri einmal angreift, dann tut's halt auch sau weh. Ja. Aber es ist halt ein Diktri auf Level 17, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben auch nicht viel KP, das heißt, Nachtnebel könnte vielleicht sogar ausreichen. Ey, es ist, glaube ich, mehr physisch ausgelegt, also, ja. Genauigkeit sinkt, nice. Aber Nachtnebel? Jo. Ja, ist halt an sich nicht das Problem. Dann, aber... Krank. Mach hier einen Trank. Ja, setze ich noch zwei Tränke auf Dingens ein. Also mit etwas Glück habe ich halt Drachen-Pokémon, die Drachenwut nicht mehr können, weil sie schon Neues gelernt haben. Zum Glück. Ansonsten. Ja, drei Pokémon, glaube ich. Bitte nicht. Ja, hat sie. Oh nein. Das hat mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit noch Drachenwut. Und es ist ein Boden-Pokémon. Sollte ich Lehmschelle machen? Felswurf ist halt echt eine starke Attacke für Reaktor. Ich hab's mir nicht gemerkt. Wo muss ich hier nach hinten? What the hell? Sandsturm ist okay. Wie viel macht das bitte? Mach. Okay. Nein, dürft doch mal mehr als zweimal. Bodycheck ist auch okay. Ja.
Jetzt viermal, bitte. Oder einfach ein Crit. Geht auch. Kindwurm. Kindwurm sollte keine Drachenwut können. Hoffentlich. Heißt, ich kann durch Rek'Sai oder Struppi. Ich schicke Rek'Sai mal rein. Gucke, was passiert. Ach so. Eins, zwei, eins, zwei. Nach rechts und einmal. Ach so. Puh. Was? Nö, ist okay. Oh, Silberblick. Siegreich aus dem Kampf hervorriechst du. Okay. Ich hab die Chance, dass er zurückschreckt, also durch meine Fähigkeit. Aber er ist jetzt bis ein. Oh Gott, wie okay. Genau. Schnabel reicht aus. Ein Kapuno. Da will ich vorher noch mal gucken, ob es das vielleicht kann. Na klar. Giftstachel vergiftet, ne? Mit 100%, glaube ich. Nicht ganz. Mhm. Außer wenn Gegner es einsetzen. Richtig, das war... Na, ich gehe Fokus bis Kopfnuss. Scheiße, das Ding könnte Drachenwut können. Ich hoffe auf Felswurf. Und ich hoffe, dass er keine Drachenwut einsetzt. Zwei Hoffnungen. Und der heißt ja Mr. Scaff. Er setzt Biss ein. Was es auch nicht unbedingt besser macht, weil Drachenwut Range und so. Ja, nochmal. Och Mann! Ein Turbodringer macht ja nicht viel Schaden. Aber Kusan ist doch schneller als das Vieh, oder? Kapuno ist doch nicht schnell. Nicht schneller als Kusan. Okay. Kaltlinge. Nice. Kannst du ja ganz kurz zu mir gucken? Ich kann. Schattenstoß. Okay, Masse. Ja, ne? Ja. So, jetzt aktiviere ich das noch, damit der Weg frei wird. Willst du mich verärgern? Perfekt für Rock of Ages. Ja. Eigentlich will ich Mary Poppins weiter benutzen, damit... Level oh, vergiftet kommt. Ist halt doof. Vergiftet und halbe HP ist halt blöd. Ja. Okay, ich gehe einmal zurück und heile. Hol mir vielleicht noch ein paar Tränke. Ich guck gleich mal, wie viel Geld ich dann hab. Vor allem super Tränke. Wichtig. Hab ich Fossilien? Ich glaube nicht. Ja, ich hab glaube ich eins, aber du? Die zwei halbe von Gestein. Ne. Sonst wäre das auch noch eine Möglichkeit gewesen. Na okay, Kriebel. Eine Bodenarena. Ah, verdammt, obwohl doch, das geht das bei jedem Pokémon? Ne, das geht nur einmal im. Mal so lange. Ja. Mauzi drin ist okay. Den Supertränke. Oh, okay. Das war nicht so schön. Aber noch zwei Fluchtseile. Später vielleicht. Mit Feuer oder. Wie viel Schaden macht die Pulverschnee jetzt? Katze. Okay. Reiten nochmal. Habe ich genug Bälle? Ich habe einen Superball und 10. Wir fangen demnächst. Egal. Jetzt sowieso nicht. Okay.
Also ich glaube, ich bin bereit, sozusagen. Auch wenn ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit denke, dass irgendwas sterben wird. Weil Drache auf Level 20 ist echt... Weißt du schon, welche Level 19? Ja, zwei leider. Ich hab keinen einzigen. Ups. Ich hab noch nie One-Up benutzt. Könnte ich vielleicht gegen Kaumalat oder eventuelle Entwicklungen nutzen? Da sehr effektiv. Oder? Pflanze auf Drache? Ist, glaube ich, neutral. Ich hoffe. Ich glaube, ja. Ansonsten. Was für Resistant Drache? Feuer auf jeden Fall, das weiß ich instant. Aber Wasser? Kann's... Wasser auch? Mhm. Okay. Ich glaube, Kampf, bin mir auch nicht sicher. Mhm. Nee, ich glaube, Kampf nicht, oder? Giftfly? Ach, ich weiß es nicht. So, Trank 6. Wie viele Supertränke und Trank hast du jetzt dabei? Ich habe 10 Supertränke dabei. Ich habe 5 und 6 Tränke. Ich glaube, 3 oder 4 Tränke. Ich rechne halt nicht so, dass ich wirklich Tränke brauche, sondern wirklich Supertränke wegen Drachenwut. Die noch gar nicht kam, zum Glück, aber. Ja. Man weiß nie. Bälle 15, Premierbälle 3, Superbälle 11. Bälle habe ich gekauft. Toll. Läuft. Und noch 2 Supertränke kann ich mir leisten. Dann habe ich 7 Supertränke und 6 normale Tränke. Muss reichen. Genau, wenn wir schon. Oder? Ja, ich bin ja gleich da. Ich gucke gleich nochmal vorher rein, mit welchem Pokémon ich leade. Durchwühle ihren Schreibtisch. Well. Kann ich nicht machen. Gar nichts. Oh. Nicht mal die Schublade öffnen. Ich rieche an ihren Haaren. Schönheit. Huch. So. Hm. Mach ich das oder nicht? Nee, eigentlich wollte ich mit Urian dienen, wegen Mogelhieb. Hm, ist eigentlich nicht schlecht. Entspannter. Ja, definitiv. Let's go! Yay! Von hinten hereinspaziert. Wart, du sprichst sie auch von hinten an. Ich dachte, wir kreisen sie ein. Ach so. Nee, ich bin zu blöd. Entschuldigung. Bob. Scarlet. Bob. Scarlet. Herausforderung von Leiterin Bob. Oh mein Gott, es geht schon los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, bei dir ist ja auch toll. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr, Mami. Mein Mogelieb ja, bringt ja richtig viel. Fuck. Ich mach einfach Feldwurf. Das macht wieder Sandsturm, wie das vorhin. Bei Farbwechsel bleibt der zweite Typ oder nicht? Ich glaube ja. Wieso? Ja, so, Georg hat Farbwechsel. Das ist jetzt Typ normal. Also normal Boden? Ist es dann normal Boden? Das heißt, ich mache mit Schlagbefehl wenigstens halbwegs Schaden? Ist Tierboden nicht auch Käfer? Nee. Ich weiß es nicht. Shit, ja gut, Volltreffer. Okay. Farbwechsel von Georg. Ah, Käfer. Verdammt. Aber Käfer auf Käfer ist doch neutral, oder? Ja, das sollte kein Problem sein. Ich hab mir überlegt, ob ich was anderes hätte schlauer machen können, aber nicht mit Urian. Hier bin ich. Oh, bitte mach nichts Böses. Bitte triff Reaktor. Oh nein. Och Mann. Oh. Also ich habe echt Glück gerade. Ich treffe zumindest mal. Hoffentlich mehr als zweimal, jawohl. Dreimal. Ist mehr als zweimal, aber nicht sehr gut. Bodycheck. Ja. Bin halt auch manchmal blöd, ne? Oh, ich treffe nochmal. Oh ja, Crit. Jawohl. Erstes ist es weg. Erster Steinwurf von Georg trifft. Heilige Scheiße. Zum Glück hat er noch nicht öfter getroffen. Hast du versucht, Mogelhieb zu machen oder was? Ach ne, ist immer das erste Pokémon. Jo. Hat Supertrank eingesetzt.
Aber ich kann ja wenigstens Biss- und Schlagbefehl abwechselnd machen. Dann mache ich halt mit Schlagbefehl effektiven Schaden. Käfer auf Unlicht, oder? Stimmt. Ja. Draschel war eins, was keine Drachenwut konnte, richtig? Eigentlich ja. Also da bin ich mir immer relativ sicher gewesen. Könnte eigentlich gleich mit Reaktor drinne bleiben, würde ich sagen. Auch wenn er jetzt dann wahrscheinlich auf Level 20 kommt, das ist mir jetzt auch erstmal egal. Ich habe halt sonst nicht wirklich was Effektives gegen Drachen-Pokémon. Kein Biss, das macht relativ gut Schaden und das lässt mich zurückschrecken. Also wenn ich jetzt, wenn Georok ist jetzt schneller als ich, weil Steinpolitur dreimal oder zweimal. Ja. Ein Steinwurf trifft, dann wird's knapp. Er hat jetzt schon zwei Steinwürfe gemacht, aber ich habe noch 20 KP. Das heißt, nur wenn er Kritte tötet, ja. Ich würde Schlagbefehl machen. Ich habe zuletzt mit Biss angegriffen, also ist es sehr effektiv und das sollte reichen. Wenn du... Kannst du auswechseln in irgendwas? Ja, bestimmt. Aber da möchte ich mit Steinwurf nicht reinwechseln. Höchstens Rock of Ages würde gehen. Hat er noch irgendwas anderes gemacht, außer Steinpolitur und Dings halt. Dann ist Rock of Ages ziemlich riskant. Dann eher Mary Poppins wahrscheinlich. Kann ich machen, ist halt immer noch das erste Pokémon. Ja, aber es ist halt auch riskant, drin zu bleiben. Ja, natürlich. Aber nur mit einem Crit würde es auf jeden Fall schaffen. Vielleicht hat er ja Intensität, macht Intensität 10, dann ist er auf jeden Fall weg. Na gut. Vielleicht auch Dingens, Mary Poppins, aber... Ja gut, das weiß ich natürlich nicht, aber... Steinwurf. Von 16, naja. Aha. Mache ich jetzt nochmal Schlag? Ach, stimmt ja. Ja, dann. Ah. Könnte auch knapp werden, wenn es ein Crit ist. Okay. Ja, wäre wahrscheinlich auch dann. Aber. Nein, ich will nicht angreifen. Ich will auswechseln. Jetzt ist die Frage. Wechsel auf Kusan. Was jetzt kommt? Oh, Sternschauer. Das ist cool. Für Pfund? 60? 40. Für Zugabe? Weiß nicht. Ein Pfund brauche ich auch nicht unbedingt. Dann probier's mal mit Kaltklinge. Also, Zugabe werde ich wahrscheinlich in normalen Kämpfen nutzen. Oh, das waren 16. Kann ich die verlernen. Ah! So, das heißt eventuell, wenn ich jetzt... Oh, was kommt? Knogger. Knogger ist, glaube ich, physisch defensiv sehr stark. Aber ich habe im Prinzip nur physische Angriffe. Ah. Ändert nichts. Reaktor will Eisenabwehr lernen. Also ich... Könnte man nicht Tickle verlieren. Könnte jetzt halt Orion reinwechseln und das versuchen zu heilen, weil rauswechseln auf Orion oder Mary Poppins kann ich dann definitiv nicht mehr, wenn ich jetzt Arachnus reinschicke. Also Orion und erstmal ein Mogi-Hieb und dann heilen? Ja. Doof wäre, wenn er einen Konzentrator hat, aber es ist halt eine Fähigkeit von vielen. Ich glaube, ich versuche mit Orion. Aha. Ich kann ja mal gucken, da ich durch bin, was Knogger vielleicht kann. Level 20. Jedenfalls schon mal kein Konzentrator, aber... Knochenkeule, Kopfnuss, Silberblick und Energiefokus. Energiefokus, Silberblick und alle, eine von den anderen beiden Attacken könnten ja schon
ausreichen, um jedes Pokémon zu one-hitten. Aber Silberblick muss es dann auch erstmal machen. Weil das nur Silberblick macht. Nee, ist es dann aufgebaut. Auf jeden Fall am höchsten Verteidigung. Hat aber auch gut Angriff und Spezialverteidigung. Ah. Boah, das okay. Wird hart. Ja. Mein Mund müsste jetzt auf jeden Fall heilen. Also da komme ich nicht dran vorbei. Definitiv. Ärgerlich wäre, wenn jetzt Silberblick kommt, aber... Das ist wow. Auch nicht schön. Boah! Ich hatte gerade einen Soundbug. Was passiert? Sorry. Kopfnuss. Wann sie Schaden? Also ich möchte schon gerne angreifen. Ich glaube, ich mache Schlagbefehl, oder? Ja. Ich habe eine coole TM gekriegt. Cool. Ziemlich cool. Muggelhieb. Oh, das hat nur so viel Schaden gemacht, weil es ein Crit war. Jetzt kommt noch ein Go. Jaha. Ja, jetzt wieder 20 Schaden, ne? Ja. Und das ohne Crit. Oder? Richtig. Und das davor war Knochenkeule oder was? Nee, auch Kopfnuss. Beides war Kopfnuss. Hast du nicht was für ein Crit gesagt? Oder hast du einen Crit gemacht? Ich hab gecrittet. Ah, okay. Und trotzdem nur so wenig Schaden. Ich kann halt wieder heilen und angreifen. Heilen und angreifen. Ich wollte gerade fragen, ob du Fünkchen raussetzen kannst, aber bei Knochenkeule wäre das nicht so gut. Ansonsten wäre es halt nicht schlecht. Richtig. Du könntest vielleicht eine Knochenkeule baiten, aber das bringt dir auch nichts, weil du nichts hast, was es resistiert. Ja. Ziemlich sicher kommt eine Kopfnuss, da könntest du Rock of Ages reinpacken. Eine Knochenkeule, weiß ich nicht, ob es das aushält. Weiß ich auch nicht. Arachnes wird auf jeden Fall nur neutral getroffen. Ich könnte versuchen zu vergiften. Ja. Und Nachtnebel, das alles. Was kann Fünkchen eigentlich? Jetzt eine Attacken? Feuerwirbel und Nachtnebel. Ah. Und Fußstrahl und Komprimator noch, aber. Ja. Gucken, wie viel Arachnes aushält, oder? Mit wem ist ein Rock of Ages verbunden? Reaktor. Stimmt, das war das. Wir hatten ja ziemlich gleiche Typen. Ja. Aber der... Gut, der könnte Intensität, richtig? Ja. Ist dann aber ja nicht sehr effektiv, oder? Warte mal, Knochenkeule war doch die Attacke, die nur einmal trifft, oder? Zweimal? Knochenkeule. Nee, trifft nur einmal mit 65 Stärke, hat aber auch nur 85% Genauigkeit. Ach so. Kann aber auch flinchen, also 10% Chance. Ich meine, er trifft vielleicht vierfach effektiv, also. Nein. Ja, eben. Boden auf Boden ist nicht. Er trifft nicht. Ach, nicht. Ach so. Das heißt. Und ich habe eine hohe Verteidigung. Ja, das da war halt auch noch der Gedanke dahinter. Kopfnuss macht auf jeden Fall kaum Schaden. Knochenkeule. Ja. Kann sehr wahrscheinlich daneben gehen. Also relativ wahrscheinlich mit 15%. Ja. Aber eigentlich schon relativ viel. Dann, ja, ich... Try? Ja. So. Das ist schon mal gut. Ja, da kommt die Kopfnuss. Trotzdem 6 Schaden. Ja, Intensität. Ja, würde ich. Oder Steinpolitur? Ich weiß nicht. Ne, ich glaube, davon bräuchte ich noch ein paar mehr. Der erhöht ja sehr stark, also. Ja, ja. Schon.
Oh, Energiefokus. Könnte schlecht sein oder auch gut. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Einfach noch eine. Ja, ich mach das. Noch ein Keule. Geht daneben. Oh, mein Herz. Nice. Ach, das war's. Mein Herz. Schön. Schöne Sache, das. Bei mir ist Randale. Ja? Ja, der Typ hat gerade die Alte gerufen. Ah. Oh, ich sehe gerade meine Aufnahmezeit nicht. Wie weit sind wir? Ja. 31 oder ist es 21? C plus die Hälfte davon. Die obere Hälfte. 3. Okay. Dann können wir direkt hier beenden dann. What? Wer kann das mehr? Das ist, glaube ich, Kraftschub oder so. Das heißt, es können ziemlich viele lernen, glaube ich sogar. Oh mein Gott. Vor allem deine ganzen Normal-Pokémon, denke ich mal. Okay. Okay. Warte. Das tut mir leid. Dann gucke ich auch noch Mogelhieb. So. Ist zwar nicht so eine geile Attacke, aber ja. Ja, okay. Oh, Struppi kann Mogelhieb lernen. Das ist echt gut. Wirklich, aber nur die beiden Normal-Pokémon. Ist okay. Kusan ist eigentlich auch nicht schlecht damit. Oh, Patronenhieb habe ich auch noch. Oh. Okay. Ja? Gut zu wissen. Gut. Denn. Alles klar. In diesem Sinne, wir haben 9 Orden. Richtig. Bis zum nächsten Part. Tschüss.